Hallo und herzlich willkommen bei Savergo.ch. Heute möchte ich dir mal eine ganz spezielle Computermaus vorstellen, und zwar die Contour Roller Maus Pro 3 Plus. Das ist ein ganz anderes Mausgefühl, als ihr das vielleicht kennt. Es ist so eine Kombination zwischen Trackpad, das man von einem Laptop kennt, und einer Maus. Alles komplett integriert in dieses Tablet, könnte man schon fast sagen. Die Maus funktioniert über dieses Rad hier oder über diesen Stift, so eine Rolle, eine Art. Das heißt, wenn ich von rechts nach links die Maus bedienen möchte, schiebe ich einfach die Maus nach links und dann hoch runter drehe ich die Maus oder rolle diese vor und zurück. Und das ist dann sozusagen die Zeigebewegung. Das bedarf sicher einiges an Übung, bis man das ein bisschen raus hat. Es fühlt sich allerdings, ich habe diese jetzt zum ersten Mal in der Hand, sehr angenehm an, von der Bedienung her. Das heißt, ich dürfte auch sehr, sehr schnell sein, mit dieser Maus auf dem Computer zu arbeiten, sobald ich das mal so ein bisschen gefühlt habe. Was sonst noch für Knöpfe hier drauf sind, wir haben hier eine Kopier- und eine Einfügen-Tastatur, das heißt, ich bin relativ, oder Knöpfe, ich bin relativ schnell, ich muss nicht immer Copy-C, Copy-V machen auf dem Computer, das funktioniert hier direkt über diese Maus. Ich habe auch einen Knopf, um die Zeigergeschwindigkeit einzustellen. Hier kann ich einfach draufdrücken und habe ich verschiedene Stufen, wie schnell das die Bewegung ist, sobald ich diese Stange, könnte man schon fast sagen, diese Rolle hier bediene. Dann habe ich einen Linksklick, einen Rechtsklick und ich habe sogar einen Doppelklick. Zusätzlich habe ich noch ein Scrollrad, falls ich das auch noch bedienen möchte, wobei das für mich ein bisschen obsolet wirkt, weil ich habe ja hier diese Bewegung drin über diese Rolle, die da integriert ist. Außerdem hat es noch eine Möglichkeit, den Klickdruck einzustellen. Ich habe hier einen Cursor oder einen Schalter, wie fest dass man drücken muss, damit der Klick auch wirklich akzeptiert wird. Was ich auch toll finde, sind die Armauflagen hier. Die sind sehr hochwertig gemacht. Es fühlt sich sehr, sehr angenehm an. Zusätzlich, wenn man jetzt zum Beispiel den Winkel noch einstellen möchte, dass die ein bisschen höher steht, kommen mit der Maus dazu diese Tastaturerhöhung oder Mauserhöhung hinzu. Und hier gibt es einfach einen Schlitz auf dieser Seite. Und da kann man diesen Bereich oder dieses Zusatzteil einfach einführen. Genau so. Und dann hat man ein bisschen eine höhere Maus. Man kann sie zusätzlich noch verstellen, dass es noch ein bisschen weiter nach oben geht. So, je nachdem, wie man das möchte. Man hat auch hier noch einen Winkel, den man noch zusätzlich einstellen könnte, bis die Maus dann wirklich an der Position ist, wo sie einem passt. Jetzt hat sich die hier erhöht, das heißt, wenn ich ein bisschen höher arbeiten möchte, die Hände nicht so weit nach unten gedrückt, dann wäre das sicher eine gute Lösung. Oder ich kann es auch schnell wegdrücken und dann ist es mir aus dem Weg. Ich könnte auch hier zum Beispiel meine Tastatur rauflegen, dass die genau sauber sitzt und nicht herumrutscht. Das wäre eine super Lösung. Ich finde das wirklich ein tolles Produkt, sehr angenehm. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht in jedes Computer-Setup reinpassen könnte, aber für Leute, die schnell und effizient arbeiten wollen, die vielleicht wenig Platz haben, die sich daran stören, dass sie mit der Maus immer da herumfahren und vielleicht Schmerzen in der Schulter haben, für die wäre dieses Produkt sicher sehr sinnvoll, weil man die Armposition zum Körper nimmt. Man hat diese ausschweifende Bewegung hier mit der Maus nicht mehr oder bei Linkshändern halt auf dieser Seite. Das passiert alles über diese Rolle hier. Ich bin sicher sehr viel näher am Computer, als wenn ich jetzt das eben mit einer zusätzlichen Maus bin. Bedarf aber ein bisschen Übung, das kann ich dazu sagen. Nichtsdestotrotz finde ich das wirklich ein tolles Produkt, ein sehr gelungenes Produkt. Es gibt zahlreiche Ausführungen von diesen Roller Maus Geschichten hier. Guckt euch einfach an, was für euch am besten passt. Und wenn ihr nicht wisst, was für euch am besten passt, dann schreibt mir doch einfach einen Kommentar unten am Video ran. Dann beantworte ich diese Fragen gerne. Ich darf Danke sagen, wenn ihr Fragen habt zu dieser Maus oder diese bestellen wollt, schreibt sie oder findet ihr die direkt auf solergo.ch im Online-Shop unter ergonomischen Computermäusen.
Dort findet ihr die Contour Roller Mouse Pro 3 Plus, unter anderem mit anderen Mäusen.